Hallo Leute, herzlich willkommen zur 7. Folge Surva, ja! Wir gehen sofort auf den Server und wir gucken mal. Wir sind ja in der letzten Folge, meine ich, nach draußen gegangen. Ja, genau, wir sind hier gerade draußen. Wir wollten nämlich ein bisschen mal... Oh, es ist gerade Nacht, das ist nicht so gut. Wir wollten hier nämlich mal ganz kurz gucken, was hier so abläuft. Also ich wollte hier mir ein bisschen... Wie heißt das hier? Zuckerrohr machen für ein Papierchen. Wie macht man sich das? Nee, das ist echt... Ja, muss ich später gucken. Auf jeden Fall, ich bin endlich aus dieser scheiß Höhle raus, die aber voll cool war. Hier ist Eisen, ja. Gut, okay. Eisen brauche ich jetzt leider nicht mehr. Aber wenn ich nochmal... Höhle finden würde... Oh, Hashtag Game. Okay, join the game. Okay. So. Erstmal begrüßen, natürlich. Ich meine, ist ja ganz friedlich hier. Außer die Spinnen sind, die einen töten wollen. Ich weiß auch gar nicht, ob die Sounds gerade richtig eingestellt sind. Schwierigkeit Hardcore, okay. Musikgeräusche, ja, es müsste alles richtig sein. Genau, Texture Pack habe ich noch drin. Shaders habe ich raus, alles klar, perfekt. Ich weiß jetzt nämlich gerade gar nichts. So, was haben wir hier? Ich suche in einem Zuckerrohr. Und ich muss mal wieder... Oh nein, ich hasse sowas. Hier haben wir noch eine schöne Höhle. Ich glaube, nein, ich gehe nicht schon wieder in die Höhle rein. Da hinten sind aber ekelhafte Tiere. Ich hoffe, es wird gleich mal Tag. Ich hasse es nämlich, nachts rumzulaufen. Genau. Level 24 sind wir übrigens schon. Oh mein Gott. Zu viele... Nein, Bogenschützen greifen mich an. Ich glaube, ich werde sterben in der Folge hier. Ja, ich glaube, ich werde sterben in dieser Folge. So, erstmal sterben. Gut, aber die verfolgen mich nicht wirklich. Das ist schon... Ah, ich kann gar kein Fleisch mehr aufnehmen, ne? Okay, okay. Ja, greif mich einfach komplett an und töte mich einfach am besten noch. Scheiße. Scheiße. Wieso bin ich nur nach draußen gegangen? Wieso nur? Da ist doch die nächste Spinne schon wieder. Ey, hier sind überall diese scheiß... Kackteile. Ja, genau ihr, meine ich. Kann es jetzt nicht mal Tag werden? Creeper auch noch. Wohin renne ich eigentlich gerade? Ich habe keine Ahnung. Alter, hier sind Pilze, Riesenpilze. Ich habe dafür aber keine Zeit, beziehungsweise Zeit schon. Aber kann es nicht mal endlich mal Tag werden, bitte? Ich will, dass die alle sterben hier. Alter, stirbt! Alter! Was war das denn jetzt hier für eine... Scheiße! Die haben mich da durchgeschubst von links nach... Ach, keine Ahnung. Okay, hier ist... Hier ist irgendwas anderes. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Oh, es wird Tag, dankeschön. Hä? Wieso höre ich hier... Hä? Mensch, höre ich so laute Geräusche, ich verstehe nicht, woher die kommen. Ist vielleicht mein Mitspieler in der Nähe? Kann aber gar nicht sein. Habe ich die Sound so laut bei mir irgendwie? Die kommen mir total laut vor. Na, jetzt geht's, jetzt ist wieder ganz leise, okay. Oh nein, eine Spinne. Ich glaube, sie wird mich töten. Oh, ein Creeper übrigens. Da habe ich aber keinen Bock drauf. Aber ich töte die trotzdem mal. Boah, du bist tot. Perfekt. Ich weiß einfach nicht, was ich hier noch machen soll. So wirklich. Keine Ahnung. So, jetzt bin ich jetzt hier draußen und habe keine Ahnung, was ich machen soll. Das ist natürlich mal wieder super von mir gewesen. Ich sollte mal lieber mich um... Dias kümmern und so, aber... hallo, was ist da los? Wie macht man sich denn Bücher? Da muss ich erstmal Papier machen, ja, das weiß ich. Ja, und dann, ja doch, ich weiß auch, wie man sich Bücher macht. Nur dafür brauche ich ein bisschen mehr von dem Dings. Alter, was ist denn hier für eine krasse Scheiße? Am Abgehen. Hashtag Games is on. Wo ist eigentlich sein Teampartner? Keine Ahnung, vielleicht ist er auch schon tot oder der ist nicht da. Ich glaube, man darf eine Folge ohne Teampartner aufnehmen, aber da ich ja keinen mehr habe, ist mir das bei mir sowieso egal. Ich glaube, die sind das letzte Team mit Team halt.
Und wenn sein Teampartner sich irgendwie nicht bei ihm meldet, dann hat er eine Arschkarte. Also dann muss er alleine weiter kämpfen. Okay, da hinten, Alter, hat die Chance. Hier ist ein Boot. Das bedeutet, hier muss jemand sein. Das wäre ja nicht einfach ein Boot. Und das Boot klau ich mir einfach. Weil jetzt ist es mein Boot. Gut, glaube ich mir einfach hier das erstbeste Boot und fahre damit einfach mal ein bisschen. Vielleicht sehe ich ja auf dem Weg Zuckerrohr. Machen wir eine kleine Reise. Kann ich da durchfahren? Nein, kann ich nicht. Dann geht mein Boot kaputt. Natürlich, das Boot geht kaputt und nicht die Lillipads, ist logisch. Sehr logisches Spiel, dankeschön, du bist so logisch für mich. Das hat hier gar nichts gebracht, da hinzugehen. Was ist denn da hinten noch? Aha, er hat Chunks Base gefunden, das ist sehr toll. Für ihn. Für mich allerdings nicht, weil ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ob ich mir. Aber da müsste ja. Aber Chunk. Ja, Chunk ist gerade nicht da, aber. Ich muss erstmal wieder. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen muss. Ah, da ist Zuckerrohr. Ganz viel sogar, okay. Dann bin ich ja hier sogar mal gar nicht mehr so falsch, okay. Ach ja, Leute. Hey, hier war ich doch. Ja, hier war doch dieses. Nee, hier war ich gar nicht das Riesenloch. So, Zuckerrohr. Perfekt. So, ich glaube, ich gehe aber mal hier in dieses Loch rein. Weil das gerade so schön aussieht einfach. Und hole mir meine Crafting Table raus. Ich packe die Crafting Table aus. Crafte mir tolle Bücher. Warum auch immer, dass ich das mache. Ging das jetzt nicht so? So, und dann doch irgendwie so, oder? Ich höre Viecher. Hä, wie ging das denn dann? Die ganze Zeit irgendwelche Viecher, aber ich glaube, die sterben. Hä, wie macht das diese Bücher? Hä, ich habe keine Ahnung. So? Ja, als ob man sich so Bücher macht. Hä, wie? Ach, so macht man sie. Okay, so macht man sich Bücher. Okay, jetzt habe ich zwei total tolle Bücher. So, ich brauche doch erstmal. Ach, ich brauche erstmal. Ja, ich hole mir erstmal. Wieso hole ich mir Eisen? Ich brauche kein Eisen. Ich werde jetzt hier Strip meinen. Auch wenn das total dumm eigentlich ist. Aber. Weil hier nämlich direkt eine Höhle ist. Okay, nächste Höhle gefunden. Ich nehme kurz Crafting Table noch mit. Komm mit. Crafting Table. Komm mit. Und ich brauche Fackeln. Aber die kann ich mir ja gleich craften. Mit ein bisschen Kohle. Habe ich überhaupt noch ein Steinschwert? Brauche ich doch nicht. Habe ich übrigens zwei Bögen? Ja, ich habe leider keine zwei Bögen. Egal, mache ich mir jetzt erstmal ein bisschen. Habe ich das? Ich habe überhaupt gar keine Sticks. Das müssen wir erst Sticks machen. Dann muss ich die Sticks da rein. Dann muss ich Kohle da. Alter, diese Geräusche, ne? Das heißt, ich hole mir dann 32 Fackeln. Und wo tue ich die jetzt rein? Hier 33 Steine braucht man nicht. So, perfekt. Ich habe voll Platzangst, Platzprobleme, nicht Platzangst. Platzangst habe ich nicht. Wow, hierfür brauche ich eine Fackel, genau, für diese tolle Höhle hier. Oh, die Höhle geht aber hier weiter, okay. Hä, wieso finde ich eigentlich immer durch Zufall irgendwelche tollen Höhlen? Ah, die hier schon zu Ende sind, okay. Perfekt, tolle Höhle gefunden. Naja, auf jeden Fall alles, was hier runterfällt, stirbt, beziehungsweise kriegt erstmal Schaden. Schon mal gut, da die Höhle jetzt hier ausgeleuchtet ist, außer dieser Teil hier. Okay, die Höhle ist doch nicht so klein, wie ich vielleicht gedacht hatte am Anfang. Oh, ich muss gleich auch schon wieder aufhören. Dann sind die 15 Minuten voll. Ich glaube, bei Folge 2 musste ich mal mein Intro ein bisschen arg verlangsamen. Oh mein Gott, was habe ich denn hier gefunden? Für eine krass große Höhle. Schon wieder.
Ich komme ja nicht erst aus einer fetten Höhle, nein. Oder ist das vielleicht noch Teil der Höhle? Dann wäre die Höhle aber ja mal. Da ist quasi, besteht die ganze Welt nur aus dieser Höhle. Okay. So, zu. Blöde Lava, geh weg. So. Bitte, danke, dankeschön. Da ist natürlich jetzt auch dunkel, das heißt, wir machen da nochmal eine Fackel hin. Und futtern. Steak. Öfen haben wir. Okay, hier ist vorbei, alles klar. So, hier könnten wir aber, glaube ich, mal ganz gechillt uns runtergraben. Okay, ja, 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 können wir machen. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwie in bestimmte Richtungen graben muss. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich will jetzt Strip Mining machen. Okay. Ich wollte es auch schon in einer anderen Höhle machen, aber da bin ich rausgegangen, weil ich glaube, ich habe da auch mal F3 oder so gemacht, aber jetzt bin ich da schon langsam länger raus und deswegen... Hä? Okay, es leckt gerade. Naja, kann ja mal passieren. Deswegen einfach nach... Ja, ich weiß Eisen, aber ich habe genug Eisen. Tut mir leid, Leute, ich habe auch genug Eisen. Ich glaube, ich werde das jetzt F3 auch mal überdecken. Das darf man ja laut den Regeln. Warte, 33, okay, 32, 31, 30, Fackel, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, ja, ist total spannend, die Folge gerade. Aber ich weiß nicht, was ich bei solchen Projekten immer erzählen soll. Irgendwelche Sachen aus meinem Leben, ich glaube mir ja nicht. Ich glaube, ihr wollt nur Action sehen. Weil, was macht Hashtag Games da eigentlich? Na, keine Ahnung, was er da macht. Er holt sich bestimmt sein Tier-Rüssi und so was alles. Ich weiß nicht, was der hat. Keine Ahnung. Ich denke immer, dass alle voll stark sind, dass sie alle voll Tier-Rüssi und so was alles haben. Welche Höhe? Ja, sieht doch gar nicht mehr schlecht aus. Wäre geil, wenn ich in dieser Folge noch Dias finden würde, Leute. Das würde ich richtig feiern. Oh, okay, ich finde Lava. Richtig Pixelwolf tot. Was ist das hier? Ich krieg gerade einen Anruf bei Skype. Schnell mal beenden. Also, was will ich natürlich nicht. Hier ist direkt schon mal meine Lieblingslava. Das finde ich super. Und zwar überall ist die. Okay, wir haben ja Hilfsmittel. Ui, 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 ui. Hier auch noch einmal. Und hier auch noch einmal. Alles perfekt. Okay, Lava vernichtet. Dias gesucht. Ich suche auch noch keine Gegner, weil ich weiß nicht, warum ich das machen sollte. Obwohl eigentlich die Schubbock irgendeinen zu killen. Aber nicht mit dieser Ausrüstung. Also ich glaube eher nicht. Ich könnte mir was aus den Eisen zwar noch machen, Sachen machen. Da glaubst du gar nicht, aber bringt eigentlich nicht so viel. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich müsste mir mal einen Amboss machen, aber ich brauche erstmal einen Verzauberungstisch und dafür brauche ich Eisen, Dias. Ein Dia. Ne, Dia habe ich ja schon, aber ich meine, ich brauche Obsidian, glaube ich. Oder brauche ich Netherstein? Ach, ich bin so schlecht im Craften. Bin ich auf der richtigen Höhe? Ja, bin ich. So, jetzt bitte, Leute. Dias, Dias, bevor die Folge vorbei ist, bitte. Eisen, okay, schade. Hab mich gerade kurz gefreut. Okay, Lava. Lava? Naja, Lava geht. Lava ist zwar nicht so schön wie dir, aber immerhin besser als nichts. Aber wie viel hier das hier auch einfach ist. So. Ich hatte gerade kurz kurz gemutet. So, ich glaube, hier finde ich aber nichts. Naja, aber gut, hier kann ich ja in der nächsten Folge dann weitersuchen. Gut, ich würde auch sagen, ich beende jetzt die Folge, Leute. Die jetzt finde ich dann in der nächsten Folge. Gut. Gut, das war's dann hier mit dieser blauen Creeper-Folge. Nein. Also, ich muss ja erst wieder auf den Server. Also gut. Leute, das war's hier dann mit dieser Folge, würde ich sagen.
Ja, würde ich das sagen? Ja, ich würde sagen, gut. Also gut, Leute, das war's hier mit der Folge. Ciao, Leute, bis zur nächsten, hoffentlich etwas spannenderen Superfolge. Ciao.